Es gibt eine Kampagne, die heißt Fairtrade Towns. Und um an dieser Kampagne teilzunehmen, muss eine Stadt 5 Kriterien erfüllen. Der erste Punkt, der erfüllt werden muss, ist, dass wir einen Ratsbeschluss bekommen. Und in diesem Ratsbeschluss muss die Gemeinde oder in unserem Fall die Stadt beschließen, dass wir Fairtrade Town werden wollen. Und wir verpflichten uns zu den Ratssitzungen und in dem Büro des Bürgermeisters Produkte des fairen Handels auszuschenken bzw. anzubieten. Bei der Ausschusssitzung war die Gruppe, und das ist auch die Gruppe, die das alles ins Rollen gebracht hat, das ist die Gruppe Global Denken, Lokal Handeln vom Vosseberg. Die haben uns damals angerufen und haben das eigentlich alles die haben das initiiert. Dann war noch natürlich gestern die Gruppe, eine Schülergruppe da von der BBS. Die haben kurz vorgestellt, wie sie innerhalb der Schule mit fair gehandelten Produkten, wie sie sie vertreiben und wie sie versuchen, diese Produkte auch an die Schüler und an die Lehrer zu bringen. Ja, dann gibt es noch das Gymnasium in Papenburg. Auch mit denen haben wir schon gesprochen und arbeiten wir auch zusammen. Und die sind auch sehr interessiert an diesem Thema.